Exzellenz sind, meine Damen und Herren. Liebe Gäste, es ist mir eine große Ehre, den anlässlich der kroatischen Partnerschaft auf den grünen Rogen hier begrüßen zu dürfen. Besonders in der Zeit der EU-Ratspräsidentschaft. Die Bundesrepublik Deutschland ist politisch und wirtschaftlich ein wichtiger internationaler Bezugspunkt zu Kroatien. Deutschland war eines der ersten Länder, das 1991 Kroatien, das gerade unabhängig geworden war, anerkannt hat. Vor allem, aber nicht nur deshalb, kann man die deutsch-kroatischen Beziehungen heute als großartig bezeichnen. Exzellenzen, meine Damen und Herren. Liebe Gäste, es ist mir eine große Ehre, den anlässlich der kroatischen Partnerschaft auf den grünen Rogen hier begrüßen zu dürfen. Besonders in der Zeit der EU-Ratspräsidentschaft. Die Bundesrepublik Deutschland ist politisch und wirtschaftlich ein wichtiger internationaler Bezugspunkt zu Kroatien. Deutschland war eines der ersten Länder, das 1991 Kroatien, das gerade unabhängig geworden war, anerkannt hat. Vor allem, aber nicht nur deshalb, kann man die deutsch-kroatischen Beziehungen heute als großartig bezeichnen. Herr Maybach, sehr geehrte Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Gäste, es ist mir eine große Ehre, den anlässlich der kroatischen Partnerschaft auf den grünen Rogen hier begrüßen zu dürfen. Besonders in der Zeit der EU-Ratspräsidentschaft. Die Bundesrepublik Deutschland ist politisch und wirtschaftlich ein wichtiger internationaler Bezugspunkt zu Kroatien. Deutschland war eines der ersten Länder, das 1991 Kroatien, das gerade unabhängig geworden war, anerkannt hat. Vor allem, aber nicht nur deshalb, kann man die deutsch-kroatischen Beziehungen